Ja, das hier ist genau das Video, das ihr gesucht habt. Das ist meine Antwort auf ein Video von MyLab, das ich nur mehr als Impfstoffpropaganda bezeichnen kann. Nun ist es ja nicht das erste Mal, dass mir auffällt, dass die Videos von MyLab immer sehr im Interesse der pharmazeutischen Industrie ausfallen. Warum das so ist, kann und möchte ich nicht bewerten. Die Moderatorin von MyLab, Mai-Thi Nguyen Kim, ist Chemikerin und es ist natürlich vollkommen in Ordnung, dass sie auch über Impfstoffe spricht. Ich als Biologe kann dann aber genauso über Impfstoffe sprechen. Das möchte ich jetzt auch mal klarstellen. Denn wenn eine Chemikerin das kann, dann kann ich als Biologe, der über die Zelle sehr viel gelernt hat, über Genetik sehr viel gelernt hat, eben auch tun. Und Impfstoffe sind ein biowissenschaftliches Thema, mehr noch als sie ein chemisches sind. Ich würde nie auf die Idee kommen, Mai-Thi Nguyen Kim abzusprechen, dass sie über Impfstoffe sprechen kann. Aber ich möchte auch nicht, dass es mir jemand abspricht. In dem neuen Video von MyLab geht es wieder mal nicht darum, was in dem Video gesagt wird, sondern was in dem Video nicht gesagt wird. Das ist überhaupt das Problem mit der Medienberichterstattung, mit der einseitigen. Dass die Impfstoffe einseitig als risikofrei dargestellt werden, die Fragezeichen auch bei der Wirksamkeit unterdrückt werden und der kritische Diskurs, der wissenschaftlich nach wie vor stattfindet, nicht abgebildet wird. Und genau das Gleiche macht auch Mai-Thi Nguyen Kim in ihrem neuen Video. Und ich habe ja ein neues Buch geschrieben, das jetzt druckfrisch im Handel überall erhältlich ist, über die Corona-Impfstoffe mit dem Titel Corona-Impfstoffe, Rettung oder Risiko. Und da wird eben genau das nicht gemacht, nämlich kein einseitiger Blick auf die Impfstoffe, sondern eine differenzierte Abbildung auch des kritischen wissenschaftlichen Diskurses, sodass jeder auf Basis von Informationen seine eigene Entscheidung treffen kann. Und jetzt möchte ich gerne das nachreichen und richtigstellen, was in dem Video von MyLab nicht gesagt wurde.